Hallo ihr Lieben, willkommen zum neuen Video bei mir auf dem Kanal. Ja, heute habe ich, wie ihr schon gelesen habt, vielleicht mir gedacht, ich färbe bzw. ich male mir die Haare bunt. Und zwar wollte ich testen, ich habe bestellt bei Amazon so bunte Haarkreide. Ja, und dachte, wir probieren die einfach mal gemeinsam aus und schauen, wie das so aussieht. Genau, ich pack sie mal aus. So, mal schauen, ob ihr das so ungefähr seht. Das sind die Paletten. 36 Farben haben wir. Und heute werden wir sie bunt färben, die Haare. Auf jeden Fall bunt. So, und zwar suche ich mir eine Strähne raus. Beziehungsweise machen wir erstmal unten ein paar Strähnen. Genau. Dann habe ich hier eine Schüssel mit Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ja, ich will es jetzt nicht höher machen, nicht, dass ich verschütte. Genau, und welche Farbe nehmen wir denn mal? Ich wäre mal für so ein Türkis. So ein helleres. Genau, die Strähne, die wir haben, die werden wir nass machen. Genau, so ein bisschen. Und dann nimmt man diese Haarkreide, bisschen kann noch, so nimmt man diese Haarkreide und fährt einfach nur drüber. Und dann sollte es auch schon funktionieren, aber irgendwie mag es nicht. So, schaut her. Meine Haare wollen nicht. Sie wollen einfach nicht. Ich weiß gar nicht, man sieht es gar nicht so richtig in der Kamera. Aber ein wenig. Ich werde einfach mal noch eine machen. Mit dieser Farbe. Zum Türkis. Mal schauen, ob wir das besser sehen. Vielleicht ist es auch zu hell. Das kann natürlich sein. Vor allem, weil ich schon helle Haare habe. Ja, doch, ein bisschen sieht man es. Nun, ja, dann nehme ich mal, da wir ja die Haare bunt malen, nehmen wir noch ein Lila dazu. Würde ich mal sagen. Und schauen uns mal an, wie das dann wirkt. Da suche ich mir wieder, ich möchte halt nur unten machen. Oben machen wir dann nur ein, zwei Strähnchen oder so, also von oben an, von dem Ansatz. Ich möchte extra nur... Achso, weil ich vergessen habe zu sagen, ihr solltet euch ein Handtuch drüber legen. Über die Schultern. Was meins ist gerade weggerutscht. Weil die Farbe sonst, wenn sie noch nass ist, natürlich abfärbt. Und es ist natürlich nicht so toll. Okay, die ist zu hell. Nehmen wir etwas kräftigere Farben mal. So, das scheint schon besser auszusehen. Jawohl. So wird das auch was. Nehme ich noch eine hier hinten mit Lila. Wie gesagt, wir machen heute die Haare bunt. Da schauen wir nicht drauf, wie es passt, sondern wir wollen einfach nur die Farbe ausprobieren. Genau. So, Türkis, Lila, ein Pink muss noch sein, würde ich sagen. Auf dieser Seite. Das machen wir dann auch noch rein. So, und immer schön einfach drüber. Ah, schaut, das Pink sieht man schon viel, viel besser als die anderen zwei Farben. So. Das sieht schon viel stärker, viel besser aus. So, das wäre jetzt die Seite. Auf der anderen würde ich sagen, machen wir einfach was anderes von den Farben her. Schauen wir mal, was wir noch haben. Da haben wir ja 36 Farben. Von daher wird es gar nicht so schwer sein, irgendwelche Farben da drauf zu klatschen. So.
Wir nehmen mal ein Grün. Ein. Mal schauen, ob es zu hell ist. Ich weiß es nicht. Oh, das sieht man kaum. Aber man. Doch ein bisschen. Ein bisschen sieht man es. Ja, jetzt kommt schon mehr Farbe raus. Ich glaube, die Strähne war einfach zu dünn. So. Und immer schön einfach nur drüber. Geht eigentlich ganz leicht. Also, wenn man so für einen Tag diese Haarfarbe haben möchte oder halt bunt ein paar Strähnchen reinhaben möchte, ist es eigentlich nicht schlecht, würde ich sagen. Wie gesagt, wenn man es dann waschen tut, wäscht sich die Farbe auch wieder raus. Also, wenn es einem überhaupt nicht gefällt, kann man es auch gleich wieder rausmachen. Das finde ich halt nicht schlecht dabei. So, da haben wir jetzt Rot. Naja, Rot sieht so ein bisschen wie Pink aus, muss ich leider sagen. Irgendwie schon. Also ihr müsst auf jeden Fall ein bisschen dickere Strähnen nehmen, weil sonst funktioniert das Ganze gar nicht so gut. Ja, jetzt seht ihr, sobald ich dickere Strähnen nehme, geht es auch viel, viel besser, viel, viel einfacher. So, das reicht jetzt mit Rot. Jetzt würde ich gerne noch ein Blau, glaube ich, nehmen. Wir nehmen einfach mal ein Blau. Ich würde sagen, das machen wir mal von hier oben aus, damit wir auch mal sehen, wie das komplett aussieht, einer Strähne lang. Genau, immer schön nass machen. Nehmen wir mal ein kräftiges Blau, würde ich sagen. Schauen wir uns das mal an. Ah, jetzt rutscht weg. So, oh, das ist hier wirklich kräftig. Machen wir da hinten noch eine hin. Genau. So. Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Hol mal schnell eine Bürste. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Jetzt bürsten wir einfach die Haare mal durch. Oh, okay. Dadurch, dass es nass ist, ist es nicht so einfach, wie gesagt. Es gibt ein bisschen Knoten. So. Ja, man sieht hier sehr schlecht die Farben. Das war wohl noch ein bisschen zu wenig. Da sieht man wenigstens das kräftige Blau. Ansonsten sieht man die Farben doch hier. Das Pink scheint noch raus. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut seht. Hier unten. Doch, da ein lila Stich sieht man. Ein bisschen Pink. Aber ich würde sagen, wir machen es ganz einfach. Wir machen mal hier oben noch welche, dann seht ihr das vielleicht auch besser als da unten. Genau. Ein lila haben wir gesagt, hatten wir drin. Das hier. So. Ich mache das jetzt extra, damit ihr das auch nochmal richtig seht. Weil es ist ein bisschen blöd hier. Unten die Spitzen durch das Licht bei mir. Sieht man das nicht richtig. Aber ihr wollt ja auch wissen, wie die Farbe aussieht. Deshalb machen wir das einfach jetzt hier nochmal. Pink hatten wir. So. Pink hatten wir. Dann lila habe ich eben schon. Und ein Türkis hatten wir, genau. Türkis war's. Da würde ich jetzt einfach mal ein kräftiges nochmal nehmen. Damit ihr das auch wirklich seht. So, und auch einfach wieder drüber ziehen. Ein bisschen stärker mache ich das diesmal. Schaut, jetzt sieht es schon ganz anders da aus.
Nee, ich lasse erst noch mal kurz trocken. Und dasselbe, das Blau habt ihr ja hier schon gesehen, aber dasselbe mache ich jetzt auch noch mal mit dem Rot und mit dem Grün war's. So, das Rot einmal. Und dann noch das Grün, haben wir gesagt. Einfach mal hier vorne eine Strähne. Vorsicht, dass wir das Blau da nicht mit reinmachen. So, ein Grün, haben wir gesagt. Ja, schaut, hier seht ihr es schon besser, glaube ich. Beziehungsweise das Grün mag nicht so ganz, weil meine Haare, denke ich mal, einfach zu hell sind. Also mit blonden Haaren ist es ein bisschen schlecht mit dem Grün. So, dann müssen wir das Ganze nochmal durch. So, und jetzt seht ihr schon, ist ein bisschen besser. Hier haben wir ein Pink, ein Lila und das Türkis, was ins Bläuliche reingeht. Und hier drüben haben wir das Blau, das Rot ist fast wie Pink und ein Grün. Ja, hier vorne sieht man es halt sehr stark, besser als an der Seite und unten. Das kommt aber auch durch mein Licht hier, glaube ich. Und ja, ich würde sagen, das nächste Mal färben wir uns die Haare nicht bunt, beziehungsweise malen uns die Haare nicht bunt, sondern nehmen einfach mal Brauntöne, Schwarztöne und probieren die einfach mal aus und schauen, wie das aussieht. Ja, ich bedanke mich, dass ihr trotzdem zugeschaut habt und hoffe, es hat euch ein wenig gefallen, dass ihr sagt, ob das was für euch ist oder eher nicht. Ja, und wie gesagt, bei Amazon habe ich das mir bestellt und hat, glaube ich, 10 Euro für 36 Farben gekostet. Es ist eigentlich okay für den Preis, dafür, dass man so viel Farben hat und es halt auch wieder rauswaschen kann nach einmal, wenn man keine Lust mehr drauf hat und auch wieder neu gestalten kann, immer anders. Ja, und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr einfach mal euer Feedback unten in den Kommentaren reinschreibt und freue mich natürlich, wenn ihr bei dem nächsten Video wieder dabei seid. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis dann. Tschüss!